Guten Tag, da bin ich wieder. Geht los hier. Voll korrekt. City Gate 01. Da bin ich angekommen. Irgendwie habe ich jetzt hier 200 Spielstunden in dem Spiel weg. Und es gibt irgendwie auch immer noch Dinge, die man entdeckt. Ich habe keine Ahnung, ob das neu ist, ob das alt ist. Ich bin in Lorville aufgewacht heute. Patch 3.21 und wollte mir eigentlich was zu trinken holen und bin dann mal abgebogen beim Laufen und denk so, hä, fährt hier ein Zug weg? Wo fährt denn der hin? Geht 1, 2, 3, 4 Stadttore? Sehr komisch. Naja, da habe ich mal reingesetzt und bin da mal hingefahren und so sieht's ja aus. Das sind die Stadttore. Wahrscheinlich kann man hier, also was heißt wahrscheinlich? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe kein Buggy oder irgend sowas zum Fahren oder einen Rock. Oder einen Panzer, um das mal auszuprobieren. Hier vorne gibt es ein Terminal, Computer, wo man sich die Fahrzeuge spawnen lassen kann. Ich gehe sehr stark davon aus, dass man sich das hier sich wirklich real spawnen lassen kann und dann das hier als Teststrecke nutzen kann, um mal ein bisschen rumzukruisen. Sehr wahrscheinlich werden wir das auch mal machen. Einfach nur so, just for fun. Ja. Sehr, sehr cool. Wie bin ich hier hingekommen? Das war eigentlich relativ einfach. Ich bin in Lorville aus meiner Unterkunft los. Bin runter, ich sage jetzt mal in die untersten Stockwerke, um die um auf der Train Station Richtung Flughafen gehen zu wollen. Und an der letzten Abbiegung bin ich nicht links zum Flughafen rein, sondern nach rechts rein. Und ja, da stand dann Gate 1 bis 4. Das sind die Terminals. Also Fleet Manager zeigt jetzt nichts an, obwohl ich drei Schiffe habe. Also allerdings habe ich keine Fußbodenfahrzeuge. Oder Ground Vehicles, keine Ahnung, wie sich das nennt. Und jetzt gucken wir mal. Hier sind die Gates. Oh. Gate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich bin am Gate 1, jetzt fahre ich zurück zum Metro Center, dahin. Da bin ich gerade angekommen. Und versuche zum Spaceport zu kommen. Aber eigentlich bräuchte ich mal noch was zum Essen. Naja, mal gucken. Das ist ja ein bisschen blöd gebaut. Das ist der riesengroße Nachteil von Lorville. Schade eigentlich. Geht 1 zur Pfeile. Bei Metro Line East geht 1 zu 2. Geht 1 zum Metro Center. Plattform 2. Wir müssen hier lang. Und wieder zurückkommen. Gerade weg. Der steht auch schon eine Weile hier. NPC da was sucht. Tja, leider müssen wir hier abwarten. Tut mir echt leid für euch. So, kommt er jetzt? Hat vorhin schon wieder ein paar Probleme mit den Zügen. Mit der Doppelung. Ein Zug ist abgefahren und parallel ist auf demselben Gleis noch ein Zug abgefahren und angekommen. Next stop, Metro Center.
Ich müsste in den anderen Videos mal gucken, ob es wirklich diese Gates schon alle gab. Auf den Karten. Ich bin mir aktuell total unsicher, ob das schon da war und ich das die ganze Zeit übersehen habe oder das nicht wichtig war. Oder ob die neue sind. Mit 3,20 oder 3,21. Mein 3,19 habe ich sie nicht gesehen. Für die, die es nicht wissen, ich bin in 3,18 eingestiegen. Also ist jetzt auch noch nicht so lange her. So, was sagt die Ankunft? Boah, das dauert aber noch lange. Ich kann ein Stück vorspulen, ja. 36 Sekunden, 35 Sekunden. Now arriving, Metro Center. Please watch your step when disembarking the train. Step away from the platform edge when train is approaching. Oh, schaut euch das an hier. Das ist schon wieder Fahrstuhl des Todes hier. Ja. Was sind so die Gates? Naja, das Ding guck ich mir noch mal an in Hörsten. Also da will ich auf jeden Fall jetzt nirgendwo hin. Ich will noch was zu essen holen. Aber ihr seht, das ist der Weg hier. So, also zack, doch sofort wieder Frames, Frames, Frames. Hier geht's zum Spaceport hier drüben. Metro Center. Spaceport. Perimeter Line. Und da geht's zu den Gates. Und ich war der Ansicht, dass wenn man hier runtergekommen ist, also von dort, vom Maria Pure of Heart. Dass man hier über die Line dann rüber gekommen ist nach nach Leafston Station. Und da wollen wir ja hin. Aber da habe ich mich jetzt verlaufen und bin dann hier reingegangen, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Und die Leafston Station, die geht jetzt hier rein. Ich gehe mal hier hinter. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich bin ich aber hier im Krankenhaus. Ja. Also, wenn mich nicht alles in enttäuschen, wurde hier was geändert. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum schon in 3.20 das Problem bestanden hat. Dass auf einmal hier unten Wind angekommen ist. So, nach dem neuen Plan ist es so. Boah, die Frames. Eieieiei. Das ist vom Metro Center. Keine Chance mehr habe, rüber zur Leafston Station zu kommen. Sondern ich muss zum Spaceport und dann muss ich mit der Commercial Line zur Central Station und von der Central Station zur Leafston Station. Und der Rest sind die Gates. Naja,
vielleicht bauen die irgendwann mal ein paar Anschlüsse hier von Gate 1 zum Spaceport und von Gate 2 zum Leafsin Station, aber ja. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich fahre mir jetzt was zu essen kaufen und zu trinken. Und euch, Freunde, wünsche ich einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und dann hoffe ich mal, dass wir uns irgendwo im Büro treffen, sehen, hören, whatever. Falls euch Videos gefallen, oder ihr ein bisschen mehr Content haben möchtet über Star Citizen. Ich versuche meine Videos relativ kurz und knapp zu machen. Manchmal wird es auch ein bisschen spaßiger, wenn wir die zu zweit machen. Ja, dann gebt mir doch ein Follow, macht die Glocke an und dann könnt ihr halt immer ein bisschen was sehen. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.